sind wir drin. Und ich zeige euch gleich, wo ich bei der Rollenspielrunde, ich im letzten Stream einfach bin ich blind dran vorbeigegangen. Hier müsste irgendwo roter Vorhang, ja hier, roter Vorhang, den können wir uns gleich einen roten Vorhang mitnehmen. Dann haben wir hier schon, wo ist die Toilette? Dann haben wir hier gleich direkt das nächste Stück Stoff für die Urinale. Und wir hier zack, da können wir ja schon einen roten Vorhang reinmachen. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutzt schon im letzten Stream. Mal ruhig, so oft du willst. So, jetzt haben wir ein rotes Pissoir und ein grünes Pissoir. Jetzt brauchen wir noch blaues und gelbes Pissoir. Ja, wo wir gelbe Farbe herkriegen können, das ist ja eigentlich, das haben wir ja auch schon gesehen, das ist eigentlich auch offensichtlich. Wo haben wir ein gelbes Stoffstück gesehen? Wisst das noch? Weißt du es noch, Gemanda? Ist eigentlich ganz offensichtlich, da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Eigentlich kriegen wir das gelbe Stück auch hin. Gerade hier sind ja Kreditkarte. Die müssen wir hier beim großen Öffner löchern. Aber oh, Lilly, stimmt. Was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon. Ja? Das konnten Bis wir ja. Später. Und ob ich mich nicht habe. Das konnten wir ja noch nicht aktivieren. Als wir hier das erste Mal ankamen, jetzt können wir ja spitze Gegenstände verwenden. Das Verbot haben wir ja im letzten Stream schon. Überwunden. Staubwedel haben wir jetzt mit dabei, den müssen wir auch mal dem. Den müssen wir dem Diamante geben. Stricknadel, ja, die Kreditkarte, die würde ich stechern. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Sehr gut. Jetzt haben wir Kreditkochen-Lochkarte. Mit der letzten Lochkarte können wir bestimmt hier in den letzten Ofen reinkriechen. Kreditlochkarte. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier zum Dach. Oh. Und sehr gut. Da sind wir beim Bienenmann. Der trägt doch hier einen gelben Schal. Ja, Bienenmann, können wir erstmal mit ihm reden. Hallo, Fremde. Bevor du etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Und ist das etwa so. Duft der Freiheit? Oder ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark? Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Da stinkt wirklich was. Eine Duftkerze vielleicht. Ich bin skeptisch. Ich verstehe. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oder? Nein, nein. Natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Mit Feuer spielen. Deaktivieren.
Duftkerze. Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Nicht. Servus, Freiheit. Oje. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Ja. Wir haben einen gelben Schal. Okay, sehr gut. Jetzt brauchen wir nur einen blauen. Ein blaues Zeugs. Kann ich hier gerade mal. Laterne. Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Oh. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte. Okay, jetzt haben wir ein löchriges Seidentuch. Und nun? Okay, ich habe keine Ahnung. Aber gut, wir haben jetzt ein gelbes Tuch. Ah, Lochkartenschlitz, vielleicht können wir jetzt... Letztes Lochkarten. Es war hoffnungslos. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Aber wir haben doch ein löchriges Seidentuch. Und damit jetzt, das ist doch, das hat doch Ähnlichkeiten. Dann müssen wir das erstmal. Das war es irgendwie verhärten oder? Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Versuchen konnte man es ja mal. Na großartig. Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Geholfen. Wer hat geholfen? Okay. Sehr gut, Lochkarte. Da stecken auch noch die Sachen drin. Jetzt können wir zum Überwachungsraum. Ui. Der Raum kommt mir doch bekannt vor. Hübscher Kalender. Lichtschalter. Zum Heizungskeller, zum Flur. Na, wer hier wohl ist, hinterm Sichtfenster. Was? Was treibst du denn hier? Bist du etwa tot? Lilly, den Bienenmann. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten, zu gehen. Was macht sie denn hier? Ich habe erwartet, den Kollegen hier zu treffen, den Schlüsselmeister. Du solltest nicht hier sein. Ich darf nicht mit Menschen reden. Zumindest nicht mit Lebenden. Ah, okay. Ja gut, wir haben sowieso erstmal was zu erledigen. Wir müssen dem Herrn Mantel mal seinen Staubwedel bringen. Ja, hier, hallo, Herr Mantel. Ich habe einen Staubwedel. Was hast du da? Einen Staubwedel? Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein, egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Jetzt gib ihn schon her! Oh je. Oh, Herr Mantel ist wieder weiß. Was für eine Erleichterung. Sehr und schau gut. Mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wieder gefunden. Hier, nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Lass es bitte blau sein. Nein, es ist ein weißes Laken. So ein Mist.
Laken, bräuchte mal ein blaues Laken. Können wir vielleicht, nee, war eine Idee, das vielleicht einzufärben, aber Dach, Wartungsraum, Bewachungsraum. Tja, zum Flur. Ach du Scheiße, stimmt ja. Das ist der Bewachungsraum. Da kamen wir vorher nicht rein. Interessant. Jetzt kommen wir rein. Vielleicht können wir die Puppe nehmen. Ach nee, stimmt ja. Da teleportieren wir uns in die andere Welt. Das wollen wir nicht. Ja. Käffchen. Und wieder zurück. Wartungsraum. Vielleicht können wir das Laken auch Dosen öffnen. Ach ja, ist gut. Ich weiß. Ich muss erst hier spitze Gegenstände benutzen. So, weiß Laken. Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Ah, na sehr gut. Damit können wir doch bis jetzt bestimmt. Die darf ja nur mit Toten reden. Aha. Und die strickt ja ganz, wie wir gesehen haben, die strickt ja ganz viele Harvey-Puppen dort bei sich. Und wir die jetzt überreden können, uns eine Harvey-Puppe zu geben. Huch, ein Geist, wie nett. Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterpuppe nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihn seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Oh. Okay. Irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mann, du bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Typisch Geist. Großes Laken und nichts dahinter. Ach, schade. Dann lassen wir es ihr mal helfen. Ja, willst du mir jetzt etwa doch helfen? Ja, gut. Aha, super, dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Ach du Scheiße. Aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte, ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. Etwas Frotte. Blauer Stoff. Sehr schön. Ich bin nochmal weg. So. Zum Waschraum. Zur Toilette. Jetzt haben wir doch jetzt alle Stofffetzen. Nur blauen Stoff. Was hast du da? Zeig mal. Ja. Du bin. Und jetzt haben wir hier gelben Stoff. Was hast du da? Zeig mal her. Du hast benutzt. Es tut mir doch schon leid. Oh nee. Jetzt haben wir den Schal vom Bienenmann in ein Pissoir gesteckt. Als wär's nicht. Jetzt wär's noch nicht schlimm genug. So. Jetzt haben wir hier Tomaten, Bananen, Blaubeeren und Brokkoli. Also. Können wir uns auf der Pizza erstmal angucken, wie es dann. Grüne Bananen, grüne Tomaten, grüner Brokkoli, grüne Blaubeeren. Das Rätsel müssen wir jetzt noch lösen. Also, sie scheint fröhlich zu sein. Naja, nicht ganz. Und wir sind gerade alle
ziemlich traurig.